Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr verfolgt das Ziel, die Nutzung von Bus und Bahn nachhaltig zu vereinfachen. Dabei kommt er dem Wunsch der Fahrgäste nach, den Zugang zum Nahverkehr auch ohne umfangreiche Tarif- und Ticketkenntnisse unkompliziert und intuitiv zu gestalten. Die Digitalisierung bietet uns die Möglichkeit, smarte Lösungen für den Kunden zu schaffen. Der Kunde bringt einfach sein Smartphone mit, die einzelne Fahrt wird erfasst im Hintergrund und im Nachgang zur Fahrt abgerechnet. Das ist smart und das ist unsere Zukunft. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch von Vertriebsinnovationen. Da die Systeme digital und tarifliche Aspekte verknüpfen und die ÖPNV-Fahrt eines Kunden elektronisch erfassen. Dabei unterscheiden wir drei Arten von Systemen. Check-in, Check-out, Check-in, Be-out, Be-in, Be-out. Bei einem Check-in, Check-out-System legt der Kunde durch eine aktive Handlung den Beginn und das Ende seiner Fahrt fest. Beim Check-in, Be-out-System wird nur der Fahrtbeginn durch den Kunden aktiv festgelegt. Das Ende wird automatisch erfasst. Zum Beispiel dadurch, dass der Fahrgast sich nicht mehr im ÖPNV aufhält. Bei Be-in-Be-out-Systemen erfolgt diese Erfassung von Start und Ziel eines Fahrgastes vollkommen automatisch, ohne aktive Handlung des Kunden. International weit verbreitet sind insbesondere Check-in-Check-out-Systeme auf Chipkartenbasis. Die dafür notwendige technische Infrastruktur, wie beispielsweise flächendeckende Check-in-Terminals, ist jedoch mit hohen Investitionskosten verbunden. Daher werden Smartphones und andere mobile Devices als technische Schnittstelle zwischen Kunden und elektronischen Fahrterfassungssystemen immer relevanter. Auch beim VR und in NRW hat man sich daher für diese Variante entschieden. Es wird einfach die Fahrt nach der Fahrt abgerechnet, sodass der Kunde im Grunde intuitiv das System nutzen kann, einfach einsteigen und mit uns fahren kann. Die Vorteile eines E-Tarifs liegen auf der Hand. Im Gegensatz zu einem Flächenzonentarif ist er leistungsorientierter, leistungsgerechter und auch vor allem auch flexibler. Leistungsgerechter deshalb, weil es letztendlich die Preissprünge zwischen den Flächenzonen nicht mehr gibt und auch zwischen den Verbünden idealerweise nicht mehr gibt. Flexibler deshalb, weil man natürlich digital viel mehr Varianten hat, was Tageszeit angeht, was Rabattierung angeht, was Nutzungsanreize angeht und was auch vielleicht für individuelle Angebote an den Kunden möglich ist. Der Preis pro Fahrt setzt sich bei einem relationsbezogenen E-Tarif meist aus einem Fest- und einem Leistungspreis zusammen. Der Festpreis wird pro Fahrt berechnet und gewährleistet eine gewisse Mindesteinnahme. Der Leistungspreis variiert je nach in Anspruch genommener ÖPNV-Leistung und kann sich beispielsweise an den tatsächlich zurückgelegten Linienkilometern im ÖPNV-Netz orientieren oder an Luftlinienkilometern zwischen der Start- und der Zielhaltestelle. Im VRR und in NRW hat man sich aus Gründen der Kundenfreundlichkeit und Transparenz für die Luftlinie entschieden. Derzeit entwickelt der VRR mit benachbarten NRW-Zweckverbänden ein Fahrgastinformations- und Ticketsystem mit Check-in-Be-out-Funktion. Auf der einen Seite sind es natürlich technische Herausforderungen, organisatorische Herausforderungen, dass wir mit den anderen Verkehrsverbünden auch eng kooperieren. Und dann ist es am Ende des Tages, dass der Kunde das System akzeptiert und positiv annimmt. Unsere Motivation ist neben Bus und Bahn auch vernetzte Mobilität anzubieten. Auch das Thema On-Demand, Bikesharing, aber auch das Verleihen von Boxen ist hierüber möglich. Neben dem Kilometer ist natürlich auch die Einheit Minutentarife möglich. Das alles bietet uns die Digitalisierung. Seit Sommer 2020 steht den Fahrgästen an Rhein und Ruhr mit Nexticket 2.0 ein E-Tarif zur Verfügung. Der Leistungspreis wird hierbei auf Basis der Luftlinie zwischen der Start- und Zielhaltestelle bestimmt. Die Vertriebssysteme haben nur ein Ziel, nämlich dass der Nahverkehr intuitiv genutzt werden soll. Wir wollen, dass Auskunft, Vertrieb, aber auch Service in eins sich verschmelzen. Wir wollen, dass die Tiefenintegration mit den Nutzermedien erfolgen. Daran arbeiten wir intensiv. Am Ende des Tages ist Mobilität as a Service, ist der Fachbegriff bei uns. Und das müssen wir auf Landes- und Bundesebene intensiv mit allen Partnern umsetzen. Das Schibo-System wird so konzipiert, dass es in reguläre oder bestehende Apps integriert werden kann, damit Nutzer zukünftig über eine Oberfläche auf alle Funktionen rund um den ÖPNV zugreifen können. Für lokale Verkehrsunternehmen besteht die Möglichkeit, sich mit ihrer vorhandenen App an das Schibo-NRW-System anzuschließen, um so ein NRW-weites, nahtloses Reisen mit diversen Verkehrsmitteln einfach per Check-in zu ermöglichen. Das Schibo-NRW-System soll 2021 in Betrieb gehen. Aktuell arbeiten wir mit allen Partnern in NRW, Verbünde, Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen daran, einen NRW-weit abgestimmten E-Tarif umzusetzen.
Vertriebsinnovationen auf Basis von elektronischen Fahrterfassungssystemen haben viele Vorteile. Kunden können ohne Tarifwissen den ÖPNV nutzen und profitieren dabei von leistungsgerechteren Tarifen. Dadurch kann man von einer Nutzungsintensivierung im ÖPNV ausgehen. Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger können vollständig anonymisierte Fahrtdaten in einer neuen, hohen Qualität und einem bisher nicht dagewesenen Umfang nutzen, zum Beispiel für die Verkehrsangebotsplanung.